Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge zu Bioshock Infinite. Ja, hätten wir mal unser Unglück an, wa? Nein, wir sollen nicht die 77 ziehen. Hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen! Wir haben irgendwelche Bälle in der Hand und wir haben ein AD auf dem Handrücken. Ja, was das wohl bedeuten könnte, ne? Oh, stimmt, Holle. Da hast du vollkommen recht. Shift liegt, also Rennen liegt auf Shift. Okay, dann müsste ich das jetzt doch nochmal schnell ändern. Siehste, danke für den... Was, springen ist, ja... Sprint. Sprint ist jetzt Shift. Also ist V. Ehrlich gesagt, ich würde es erstmal so lassen. Dann benutze ich lieber V zum Sprinten. So selten wie ich sprinte, mache ich das lieber so. Rede mit der Frau. Hey, kann man da Sie keinen Hübsche, Namen verpassen? Kommen Sie mal her! Hi! Wer weiß. Vielleicht gibt. Sorry, ich kaufe nichts. Dummchen, die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bring mir die Trommel! Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Columbia? Das hübscheste weiße Mädchen in Columbia? Super! Tja, was sagt man dazu? Was sagt man dazu? Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis! Naja, ist also jetzt schon offen rassistisch hier. Super! Really? Affen am Bauch, am Baum. Bitte, was tut sie? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Also, ab jetzt habe ich kein Mitleid mehr mit den ganzen Leuten hier. Ab jetzt? Nee. Ja, zum Ansager werfen. Auf geht's. Dieser Dreckskerl. Da ist er! Wo hast du das Brandzeug her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange dem falschen Hirten macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Wisst ihr nicht, dass das, was ihr hier macht, rassistisch ist? Was wir machen, Jungs? Und ihr dafür getötet gehört? Rein da! Na komm. Ja, komm. Ja. Oh, wenn du einen Totenkopf auf dem Gegner siehst, kannst du Umschalt links gedrückt halten, um ihn zu erledigen. Zum Ausführen. Umschalt links drücken. Ja, mach mal. Ja. Ja. Das sehe ich gerade anders, wenn ich hier runter gucke, oder? Was sagst du? Kämpfe wie ein Mann, sagen die Schwächlinge, die sich hier gerade verstecken die ganze Zeit, ja? Na komm, komm! Ach was, schon tot, ja? Oh, das tut mir jetzt aber leid, du. Kurz verstecken. Müsli, Gesundheit, jawohl. Hier, bewacht das Tor! Okay, da komme ich also nicht hin. Eine Knarre, jawohl, 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 jawohl. Oh, jetzt habt ihr verkackt. Ihr habt mich sauer gemacht. Aber so richtig sauer. Oh, da ist noch was, okay. So. Hm.
Oh, was? Gibt's hier Gegner? Nö, ne? Beherrschungshilfe. Verleihe die Fähigkeit, Menschen zu beherrschen, die Selbstmord begehen, wenn der Effekt abklingt. Ja, Holle, das tut mir leid. Das war Absicht. Schön, dass man den mitgehört hat. So, also das kaufen wir. Verleiht die Fähigkeit, Menschen zu beherrschen, die Selbstmord begehen, wenn der Effekt abklingt. So, okay. Oh, natürlich. Possession now turns machine and man into allies. Sehr gut. Oh, Beherrschungsfalle. Aha, okay, du kannst Fallen aufstellen. Okay. Na, das probieren wir aber auf jeden Fall mal. Der Dreckskerl ist im Park! Schneidet ihn ab! Ah. Oh. Na komm. So, das haben wir ja gesehen, dass da so ein Typ war. So, und jetzt kämpfst du wieder auch mal auf unserer Seite. Mhm. Okay. Nein. Warum sollte ich? So, was haben wir denn hier noch? Ah ja. Ich hab's ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja. Ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Alter, ihr seid sowas von dran. Wir können uns selber feiern. Hm? Keine Bewegung, hast du gesagt. Macht ja nichts. Hm. Ja gut, ich muss mir eventuell doch noch eine andere Tastenbelegung einfallen lassen. Was? Steuerung ist in die Hocke gehen? Da lässt sich doch eventuell was machen. Wusste ich doch, dass ich dich finde. So. Für Nahkampf brauchen wir doch keine Muni verschwenden. Oh, ne, das Kit hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Okay. Das ist leer. Hm. Wartet mal, ich muss mal kurz hier. Ich muss mal kurz. Moment. Da. Und. Mal sprinten, rennen. Wo ist es denn? Ah, da. So. Okay. Ja, so gefällt mir das. Oh, Knarre. Oh, kann ich nicht aufnehmen. Okay. Warum nicht? Können die auch von... Können die hier auch schießen oder können die hier nur runterkommen? Naja.
hat doch gerade irgendjemand... Oh. Hä, aber hatte ich nicht gerade... Hat es nicht gezogen? Mist. Mist, ich wollte eigentlich den... diesen Turm dort vorne haben. Jetzt muss ich mal schnell gucken, ob ich hier noch schnell irgendwo Salz herbekomme. Weil der Geschützturm da drüben, da will ich jetzt nicht unbedingt hier meine ganze Muni drauf verknallen. Das habe ich jetzt nicht unbedingt vor. War hier noch? Ah, hier war noch. Das reicht nicht aus. Aber es geht ja schon wieder gut los, ey. Was? Meine Pistole ist schon golden, was will ich noch? Ja. Was hat das mit was anderem zu tun? Oh, hier. Ja, immer noch nicht. Ah, bitte. Da. So mag ich das. So mag ich das. Ah, jetzt kämpft er hier nämlich schön für mich. So muss das sein. Sehr schön, einiges an Salz wieder. Was? Was? Das hört wieder auf? Seit wann das? Hä? Warum hört denn das wieder auf? Das ist doch furchtbar. Finde ich nicht gut. Das hat doch da hinten auch nicht aufgehört gehabt. Finde ich nicht gut. Okay, naja, gut. Salz. Was haben wir hier? Sehr gut. Wir bekommen noch mal einiges an Salz. Ich würde natürlich auch gerne noch ein bisschen was anderes holen. Ach, da liegst du. Hallöchen. Holt ihn da raus! Ruf den Fireman! Der Fireman! Wo ist er? Da! Ah, Mist. Erschießt ihn! Na komm. Ja, toll. Zielen kann ich auch nicht. Erstmal eine Kasse ausräumen. So gehört sich das. So, kann ich hier irgendwas... Oh ja, passt doch so. Mist. Okay. Hier drinnen muss doch... Okay, da ist nichts für uns. Für Geräusche, ey. Aber wenn das jetzt schon heißt Fireman, dann mittlere Salzampulle 50. Nee, das will ich jetzt nicht riskieren. Ja, doch, komm. Ehe ich hier nicht mehr hinkomme.
Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Vielleicht wegen dem Fireman? Brenne im Namen des Propheten! Ja, toll. Was? Gegner lassen ins Salz fallen, ja? Tja, man lebt nur einmal. Ach, wie geil. Bis auf die Knochen runtergebrannt. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Sehr schön. Das war keine Kostprobe. Sehr, sehr schön. Was? Drücke rechte Maus, ausgerüstet, um eine Granate zu werfen, genau, und halt es gedrückt, um die Sprengfalle aufzustellen. Okay. Ja, sehr cool. Dann kann man jetzt damit also seine Fallen bauen. Wenn es wieder mal irgendwie solche Arena-Kämpfe gibt, wie beim Adam-Sammeln oder sowas. Naja, du machst das schon, oder? Huch, da war ich wohl etwas zu nah dran. Sehr gut. Das ist ja traumhaft, wie das hier funktioniert. Natürlich hätte ich da jetzt auch Feuer legen können, aber irgendwie fand ich das schöner gerade. Aber hat wahrscheinlich auch mehr gekostet, ne? Gehe ich mal davon aus. Salz und Kohle. Oh. Okay. Was ist denn hier? Okay. Sieht schon geil aus, ne? Das, muss man sagen, das haben sie echt gut hingekriegt, finde ich. Und das da hinten erst, Alter. Police, do not cross. Ja, das interessiert uns jetzt mal herzlich wenig. Blue Ribbon. Okay. Oh ja, was essen. Oh, was ist denn das für ein Geräusch? Ist ja unangenehm. Oh, Geld. Ja, Geld, 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 Geld. Nein! Jetzt nur Brot essen. So. Okay, was haben wir hier? Bereich verlassen. Der Season Pass bringt dir 4 Ausrüstungsgegenstände, ein Maschinengewehr-Upgrade und ein Pistolen-Upgrade. Okay. Du erhältst 500 Silver Eagles und 3 Ausrüstungsgegenstände von Industrial Revolution. Hol sie dir im Blue Ribbon. Okay. Du hast 3 Ausrüstungsgegenstände freigeschaltet. Hol sie dir im Blue Ribbon Restaurant ab. Darf ich? Nein. Du musst alle Belohnungen einsammeln, bevor du nach Monument Island kannst. Darf ich jetzt? Okay, krass. Was haben wir hier? Salz noch? Okay. Marmelade. Oh, was haben wir denn hier?
Munition, ja, das haben wir ja noch. Fläschchen unbekannten Fusels. Plus Gesundheit, minus Salz. Das finde ich... Oh, ein Schrank. Ja, das ist auch immer gut. Silver Eagle. Okay. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber diese Kinetoskope machen wir mal nicht, oder? Das, nee. Oh. Wir haben Gesellschaft. Kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Okay. Gut, okay. Ja, ich würde sagen, für die auf YouTube, es wird jetzt nicht groß noch interessant, glaube ich, weil wir sammeln dann erstmal hier diese Sachen ein. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Also, Substanzielles passiert nicht mehr, wenn ihr natürlich wissen wollt, was hier für Ausrüstungsgegenstände drin sind. Ich bin mal gespannt. Das blinkt mir hier alles viel zu sehr. So, Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur 4 Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen. Ausrüstung auch noch. Je ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst deine Ausrüstung im Spielmenü verwalten. Ah, weil wir diesmal keine Körpertonikum-Sachen haben, oder wie im ersten Teil sogar 3 verschiedene Tonikum-Sachen, haben wir jetzt Ausrüstungsteile. Okay. Hosen, Geistersoldat. Beim Töten mit einer Kräftefalle besteht eine 70%ige Chance, dass die Waffe des Feindes ein paar Sekunden lang ein geisterhafter Verbündeter wird. Okay. Hut, elektrischer Schlag. 70%ige Chance, dass ein Nahkampfziel betäubt wird. Opfer ist 4 Sekunden lang verwundbar. Heißt das, muss ich dafür aber geschlagen werden, oder geht das auch so? Stiefel, Adlerangriff. Erhöht an Skylines den Schaden von Waffen um 50%. Okay, was ist eine Skyline? Sind das diese Rails, die wir dort oben haben? Hemd, Munitionsvorteil. Erhöht die Magazingröße aller Waffen um 75%. Das werde ich höchstwahrscheinlich tragen, dieses Hemd. Was habt ihr mit dem da gemacht? Okay. Ich gehe mal zuerst zu der Dame. Sie werden das zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Schild-Upgrade nehmen. Was ist denn ein Schild-Upgrade? Schild fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Was? Achso, Enter muss ich. Hier geht kein E. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Das Magnetabwehrfeld. Was zum Teufel ist das alles hier? Hemd, Zuckerschock. Nach dem Verzehr eines Snacks bewegst du dich 3 Sekunden lang schneller. Stiefel, Handyman Nemesis. Erhöht den Schaden gegen Handyman um 50%. Ah, okay, ja, nett, nett. Stiefel, flinke Füße. Beim Ausweichen wird die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Wirkt sich auf Seitschritte und Rückwärtsgehen aus. Ah ja. Goldbarren nehmen. 500 Silberigel. Jawohl. Jawohl. What the fuck? Infusion nehmen. Kommt es jetzt drauf an, wann ich da drauf klicke? Blau. Ah, nee, ich kann dann trotzdem auswählen. Salzkapazität, Schildkapazität, Gesundheit. Salz. Gut. So, noch eins. Leben. So, was haben wir hier? Stiefel, Verräter. Wird ein beherrschter Mensch getötet, explodiert er. Feinde nehmen 5 Sekunden lang 360 Schaden. Das
Das klingt schon sehr verlockend. Hosen, Bullenansturm. Nahkampfziele werden zurückgestoßen. Okay, ja. Gut, neueste Nachrichten. Wenn Voxophone gefunden werden, liefern sie Silver Eagles. Nice. Gut, Infusionen nehmen. Money, 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 de-de. Let's get funny in a rich man's world. Okay, also wir nehmen nochmal Salz. Das ist ja mal völlig klar. Dann nehmen wir nochmal Gesundheit und dann nehmen wir, glaube ich, noch einmal Schild. Was auch immer dieses Schild macht und wie es uns auch immer hilft. Mal gucken. So, hier haben wir noch ein bisschen Geld. Hier nehmen wir auch noch ein bisschen Geld mit. So, wie war das jetzt? So, jetzt haben wir hier diese Ausrüstungsgegenstände. So, Hut. Na, pass auf, dann würde ich erstmal das hier machen. Und wenn ich dann quasi kämpfe, dann kommt das andere. Also dann tausche ich das halt schnell. Munitionsvorteil, schneller bewegen. Alles klar, Munitionsvorteil. Geistersoldat. Bullenansturm. Ja, da müsste ich halt so eine Kräftefalle auch machen, ne? Und vor allem beim Töten mit einer Kräftefalle. Weiß noch nicht, wie häufig das vorkommt. Ich probiere erstmal den Bullenansturm und wenn ich da nichts merke, dann machen wir da was anderes rein. So. Das ist eigentlich schon geil. Verräter. Wenn ich jetzt, ne, sage, okay, hier, mach da mal bitte Feuer. Ich beherrsche dich jetzt und die knallen den ab, wie sie es ja vor uns ein paar Mal gemacht haben, bei denen, die ich relativ schnell quasi auf meine Seite gezogen habe, dann würde der explodieren und mit ein bisschen Glück wären die dann auch mit dran. Flinke Füße ist natürlich auch nicht verkehrt und Handyman Nemesis ist auch nicht verkehrt. Und das weiß ich noch nicht, ob es verkehrt ist oder nicht. Ich glaube, ich nehme mal das. Ich nehme mal den Verräter. Mal gucken. So, was haben wir hier? Karabiner, Salvengeschütz, Revolver, Maschinengewehr. Hatte ich nicht irgendwie die Möglichkeit, was abzugraden? Geht es nicht hier? Okay. Ach du. Die gibt es alle noch. Oh Gott, es sind zum Glück nicht wahnsinnig viele. Das ist, puh. Das ist schön. Ah, und hier kann ich nochmal die Transkripte der Voxophone durchlesen. Ah ja, und hier muss ich so durchscrollen. Alles klar, okay. Ich verstehe. Okay, gut. Dann, ne? Gehen wir hier mal raus. Und, das Salz würde ich halt noch nicht mitnehmen. Hatte ich jetzt gerade nicht die Magazingeschichte gemacht? Doch. Müsste ich dann hier nicht auch mehr haben? Ah, okay. Gut. Alles klar. Musste ich nochmal reload machen. Boah, es gibt sogar viel Igel. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. So, das machen wir jetzt noch. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus.
Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und Cheerio.